Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Wenn ihr das Video seht, sitze ich gerade im Auto nach Dachau. Dort lebt nämlich meine Freundin und ich verbringe 3 Tage wieder dort, um mir ein bisschen Liebe, Nähe und Zuneigung abzuholen. Wenn ihr auch welche da lassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Video. Ich habe euch versprochen, diese Serie führen wir zu Ende. Heute Rebirth Trios mit, wir machen bei jedem, denke ich mir, was Neues aus für euch. Wir machen es heute wie folgt, nicht wie beim Rebirth Squad, sondern... Weil viele von euch immer behaupten, VPN ist der Bot-Lobbys. VPN aktiv und ich zeige euch das als Beweis und dann gehen wir in die VPN Rebirth Trio Lobby rein. Und dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare sagen, ob das so eine Bot-Lobby ist, mit der ihr angeblich ja alle irgendwie denkt, dass wir alle unterwegs sind. Damit ihr also seht, wohin wir verbunden sind. Ich mach's mal eben mit der Maus, das geht schneller. Ihr geht einfach auf Option oder ich gehe auf Option. Hier geografische Region. Guck mal, Almaty, Kasachstan. Das heißt, der VPN verbindet uns auf einen kasachischen Server. Ist kein Deutscher, das seht ihr ja. Ich bin ja aus Hamburg, das hier ist nicht Hamburg. Das kann man wohl bestätigen. Und dann schauen wir, ob wir jetzt wirklich solche absoluten Loop-Lobbys bekommen, wie immer behauptet wird, sobald man den VPN benutzt. Und, das ist ja offenes Geheimnis, Kasachstan soll, was VPNs angeht, der beste Ort sein, den man nutzen kann. Ich bin sehr gespannt, Leute, ob ihr nachher der Auffassung seid, dass das absolute Loop-Lobbys sind. So, bisschen Headset richten. Da wird auch ein heftiges Announcement, hoffentlich diese Woche noch kommen, spätestens nächste Woche, ein nagelneuer Partner bei Shippy TV, also bei mir, was Headsets angeht. Ich habe ja aktuell das Rocket Khan Pro hier, was eine Hamburger Firma ist. Das habe ich direkt aus der Manufaktur vor 4 Monaten in Hamburg geholt. Kostet 120 Euro, hat einen hervorragenden Sound und ist nach 4 Monaten jetzt schon am Bügel gebrochen. Also absolute Scheiße. Und da kommt das Announcement sehr, sehr passend. Ich sag mal nur 3 Buchstaben. JBL, mehr sage ich nicht. Also Leute, wir sind tot. Das heißt, an dem Punkt kann ich den Controller weglegen. Und jetzt gucken wir uns Trios an mit VPN. Damit ihr nochmal als Beweis seht, dass ich euch jetzt hier nicht irgendwas geändert habe. Es ist Kasachstan. So, wir sind zusammen mit Jan61, Daisy Steak und Bast7000. Wir sind hier hinten bei Bio. Meiner Meinung nach einer der besten Orte für Teams, die vielleicht ganz am Anfang nicht so heftig viel Stress haben wollen, Ärger haben wollen oder sonst was. Level 150. Ist hier schon beim Versuch zu Slide-Canceln. Und ich will dieses Video ein bisschen als Chance nutzen, Leute, um ein bisschen auch über VPN und diese Thematik und diese Gerüchte zu erzählen. Also, es hält sich ja immer noch das Gerücht, vor allen Dingen von Leuten, die noch nie mit einem gespielt haben und die im Prinzip auch wenig Ahnung haben, dass VPNs aktiv dafür sorgen, dass man Noob-Lobbys bekommt. Also wirklich Lobbys mit Leuten, die nicht zurückschießen. Und das ist absoluter, grober Bullshit. Um wirklich mit dem aktuellen Skill-Based Matchmaking in Lobbys zu kommen, mit wirklich durchgängig schlechten Spielern, muss man, da hilft ein VPN überhaupt nicht. Es macht gar keinen Unterschied, außer, dass die Server-Connection besser ist und ihr es umgeht, in diese schrecklichen deutschen Lobbys zu kommen. Und der hier, allein ein bisschen vom Movement aus, wie er das wirft, sieht jetzt für mich nicht gerade aus wie ein absoluter Bot, der nicht weiß, wo der Controller richtig rum hingehört und wo das Kabel reingesteckt wird. Nur damit ihr es einmal versteht, wenn ihr wirklich richtige Noob-Lobbys haben wollt, müsst ihr, aktueller Stand, je nachdem wie sich SBMM jetzt auch verändern wird, Hardcore Reverse Boosten, mindestens 5 bis 6 Runden. Ihr müsst ganz langsam laufen, ihr müsst schlecht zielen, alles mögliche, damit das funktioniert. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist gleich der erste Fight. Die sind auf seiner Höhe, das sieht man da am Radar. So, er spielt die Cooper Carbine mit der PPSH, was ich nicht so gut finde. Da ist schon das erste Wurfmesser. Oh mein Gott, deswegen. Also die PPSH ist einfach nur gut, wenn ihr aus der Hüfte schießen wollt. Da wird er jetzt, glaube ich, gleich von hinten vernascht. Seine Empfindlichkeit passt überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Sie ist viel zu hoch. Ich glaube, Maus- und Tastaturspieler, das, was er da macht, ist halt Quatsch. Er hat irgendwo gesehen, dass irgendein Pro-Gamer mit hoher Empfindlichkeit spielt und das war's. So. Jetzt switcht er zumindest und guck mal, jetzt sieht er beim... Ja,
Das wird so nix. Viel zu hoch die Empfindlichkeit. Ich glaube, Maus und Tastatur mit dem Controller kriegt man es eigentlich nicht hin, sich so schnell zu drehen. Das würde man dem Aim auch schon sehen. Und allein aber dafür, dass sie dieses Team hier gewiped haben, was jetzt aber anscheinend rüber transportiert ist oder rüber geflogen ist, kann man, finde ich, jetzt schon sehen, dass das hier nicht einfach absolute Bots sind, wo man so Nordamerika-Spieler-Style 05er Durchschnitts-KD Spaß haben kann. Hier sind die mitten im Gunfight. Er sieht auf dem Radar vorne, auf dem Dach sind zwei. Er weiß, unter ihm sind zwei. Der richtige Move wäre eigentlich, dass er seinem Team jetzt hilft. So, dass er... Guck mal, er nimmt es nur aus der Hüfte, dieses Scheißding. Ich hasse diese Waffe. So, er hat jetzt den ersten Kill, den Rest irgendwie so ein bisschen abgestaubt. Oben immer noch. Seine Teammates sind anscheinend auch nicht die schlechtesten. Bast mit zwei Kills. Spielt natürlich die Meta mit den scheiß Schnappschussgranaten mittlerweile. Hat natürlich die Owen dabei. Sieht mir so aus, als hätte er sie falsch gebaut noch dazu. Jan ebenfalls mit zwei Kills. Das heißt, die rotieren jetzt aktuell. Viel weiter rotieren sollten sie gar nicht, weil die Zone hier schon ist. Und VPNs funktionieren halt wirklich eigentlich nur für einen Zweck. Und zwar, dass ihr die Möglichkeit bekommt, auf besseren Servern unterwegs zu sein, die von der Region, wo ihr wohnt, ein bisschen entfernt sind. Und man muss dazu sagen, deutsche Server, und ich weiß nicht, woran das liegt, sind unglaublich laggy. Es steht zwar Latenz 19, 20, 30 Millisekunden, das ist aber absoluter Bullshit. Das ist wieder einfach nur eine Zahl, die überhaupt nicht stimmt. Jeder, der eine Stunde auf deutschen Warzone Rebirth-Servern mal gespielt hat, oha, er wallbankt ihn einfach, weiß genau, was ich meine. Und ich schwör's euch, Leute, sein Team rasiert da aber eins nach dem anderen weg gerade. Ich glaube, die haben das jetzt auch... Nee, Team Wipe ist nicht. Sind nur noch 7 Teams plus das Team hier. Aber die gönnen sich richtig was. Das heißt, es gibt ja auch verschiedene VPN-Anbieter. Es gibt NordVPN, es gibt NoLag-VPN. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele VPN-Anbieter. NoLag ist der VPN-Anbieter, der sich extra auf Warzone spezialisiert hat. Keiner dieser VPN-Anbieter hilft euch aber dabei, in Lobbys zu kommen, wo man irgendwelche Weltrekorde macht. Da gibt es eine Ausnahme, die ich euch trotzdem nennen möchte. Guck mal, das Aim ist überhaupt nicht gut. Er hat auch noch Brandmine da drauf, was so eklig ist und so falsch. Also der ist ja doch ein Anfänger. Brandmuni, Leute, wer das spielt, ist einfach nur ein Idiot. A, ihr macht mit Brandmuni weniger Schaden als ohne. Das zweite Problem ist, Brandmuni an sich fuckt nur deswegen ab, weil das gesamte Overlay oder der gesamte Bildschirm von einem so elendig rot wird. Und es sieht immer so aus, als wäre man fast tot, selbst wenn man nur 2 Schuss davon abbekommen hat. So, immer noch 8 Teams auf der Karte, 20, 21 Spieler, einer kam gerade wieder. Oh, ganz schlechter Gunfight. Ganz, ganz schlechter Gunfight. Da ist wieder Kram-Party zu dritt. Aber ihr seht das jetzt schon, Leute. Hier sind keine Spieler bisher gewesen, die völlig blind in irgendeine Wand rennen oder die ganze Zeit nach oben starren oder sonst was. Ich hoffe, dass das ein bisschen dazu beiträgt, dass auch die Letzten, die das immer wieder behaupten, verstehen, dass ein VPN in Rebirth und Warzone nicht den Effekt hat, dass ihr plötzlich wie die geilsten Leute in 06er KD-Lobby spielt. Nur als Erinnerung mal, ihr könnt meine Stats auf dem COD-Tracker sehen. Ihr könnt euch auf dem COD-Tracker mit meiner Activision-ID jeden Tag angucken, was für Lobbys ich spiele. Ich spiele jeden Tag im Stream live und spiele jeden Tag mit einem VPN. Und meine Runden variieren zwischen 0,9 und 1,5. Wenn einer von euch, ja keine Chance, Alter, mal in einer 1,5 Rebirth-Lobby war oder auch in einer 1,3 Rebirth-Lobby und selbst in einer 1,1, weiß er, dass da vieles rumläuft, aber definitiv nicht irgendwelche Leute, die einfach nur starr nach oben gucken, weil sie nicht wissen, ob auf dem Controller rechts oder links der Stick zum Laufen oder Drehen ist. So, jetzt haben wir hier 6 Teams. Die 3 haben sich jetzt hier wieder positioniert. Er spielt die Railgun mit dem falschen Lauf vorne sogar. Und anscheinend ohne Visier, was ich nicht nachvollziehen kann. Eine Claymore und ein Herzschlagsensor. Das nehme ich auch als Chance, wenn ihr Claymore Herzschlagsensor spielt,
seid ihr Asoziale. Das ist so eklig, so zu spielen. Ihr werdet nicht besser, ihr kann gar nichts. Ihr verlasst euch drauf, dass das Game eine der 100 Möglichkeiten, die es gibt, sprich Herzschlagsensor, das Perk, was euch Gegner durch Wände anzeigt, wenn ihr sie anschießt, alarmiert, was euch zeigt, wenn ein Gegner auf euch guckt, Tracer-Munition, die durch die Wände teilweise leuchtet, die Schnappschussgranaten, die Gegner durch Wände zeigen. Oh mein Gott. Wenn ihr so etwas spielt, werdet ihr in Rebirth, in Warzone, in einem Multiplayer-Game oder Online-Game nicht besser. Ihr bleibt immer stuck auf der Leistung, die ihr habt, weil ihr euch immer darauf verlasst, dass ihr Dinge bekommt, die euch sagen, wo ist ein Gegner, was macht ein Gegner und. So, jetzt haben die sich hier auch komplett eingecampt. Die haben auch überhaupt gar kein Interesse mehr, hier jetzt irgendwie rauszulaufen. Bin ich gespannt, ob die das hier tatsächlich halten können. Aber nochmal das Thema VPN, Leute. VPNs machen keinen Unterschied, was die Stärke der Lobbys angeht. Mit einer Ausnahme, ich persönlich habe, warum wechselt er sie nicht? Ich persönlich habe mittlerweile festgestellt, dass wenn ihr zu gottlosen Uhrzeiten mitten in der Woche zwischen 7 und 10, 11 Uhr spielt, Rebirth Warzone mit VPN, habt ihr gefühlt eine höhere Wahrscheinlichkeit, in eine Lobby zu kommen, wo das Skill-Level niedriger ist, als am Tag. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das die Uhrzeit ist oder. Oh mein Gott, er hat so einen Kill so gemacht, das ist so eklig. Es ist auf jeden Fall mittlerweile wirklich relativ deutlich geworden. Das Problem ist, so wie ich, der 40 Stunden die Woche streamt, 20 Stunden die Woche Videos macht und 40 Stunden die Woche einer richtigen Arbeit nachgeht, ist der gerade an ihm vorbeigelaufen? Holy fuck. Bei gefühlt 100 Stunden Arbeit bleibt relativ wenig Zeit, morgens um 9 mich an die Konsole, den PC zu setzen und zu zocken. Das heißt, das ist für die, die frei haben, hilfreich oder für die Leute, die ihren Traum schon erfüllt haben und Fulltime Content Creator sind, Fulltime Streamer und so weiter. Mag in der Zukunft eventuell eine Option für mich sein, da muss man einfach abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Fulltime Content Creator ist, finde ich, wirklich spannend, weil zum einen, und das will ich ganz ehrlich sein, ich habe viel mehr Spaß in meinem Leben seit über einem Jahr, indem ich mich in Streams hinsetze, indem ich Videos mache, indem ich Promotions mache, indem ich mit Firmen zusammenarbeite. Dieser ganze Kosmos ist so groß, den man gar nicht so überblickt. Es macht so viel Spaß und man kriegt sehr viel Lob. Das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Also unter den Videos, in den Streams, wenn jemand einen Zap reinknallt, wenn jemand einen netten Kommentar schreibt, wenn jemand ein Autogramm unterm Shaker haben will, wenn jemand euren Code benutzt, weil er sich irgendwie einen geilen Loot kauft oder einen geilen Controller. Oh mein Gott, Jung, oh. Das ist definitiv die falsche Waffe dafür. Das macht schon süchtig, dieses Lob. Es sind übrigens einfach nur noch zwei Teams und die könnten die Runde tatsächlich gewinnen, indem sie einfach nur schimmeln. Und dazu kommt, das Content-Creator-Dasein ist, ey, 3 gegen 2, Leute, ist finanziell tatsächlich eine interessante Sache, weil sich's wirklich, wirklich lohnt. Also, dass Content-Creator über 49% Steuersatz jammern bei monatlichen Einkommen von 20.000 Euro und mehr, ist teilweise schon abstrus. So, jetzt habt ihr natürlich nicht das größte Schwitzer-Team gesehen, aber es ist halt die erste Runde, die ich so aufgenommen habe und die will ich euch genauso zeigen. Ich werde euch am Ende des Videos natürlich wieder einblenden, welche Durchschnitts-KD diese Lobby hatte. Ihr könnt es aber selbstverständlich über den COD-Tracker auch selber sehen. Die haben jetzt zwei Gegner noch. Beide Gegner höre ich, glaube ich, ja, unter denen. Er überlegt, ob er den jetzt, glaube ich, nimmt. Die haben die beste Position. Die können bis zum bitteren Ende da oben bleiben. Jetzt habt ihr gesehen, wie Teams teilweise auch gewinnen, ohne viel zu machen. Die sind einmal rüber rotiert, bis zum Hafen runter, sind wieder zurück, als sie gestorben sind, zu Bio, haben sich wieder versorgt und da sind die jetzt. Die unter denen sind zu zweit und die gewinnen die Runde. Da, jetzt müssen die auch raus. Keuchen schon. Ja, da ist der erste tot. Cleveres Play und der zweite ist tot. Die haben jetzt am Ende ein Ernstes mit insgesamt, ich glaube, 8 oder 9 Kills gewonnen, wenn überhaupt. Haben nicht viel dafür gemacht. So enden Rebirth-Runden halt auch. Trotzdem hat man hoffentlich
dass ihr da ehrlich seid, sehen, dass das jetzt absolut keine kompletten Krabben sind, die in der Knossi-Nationalmannschaft auf Krabbensuche gehen. Leute, das nächste, was wir uns angucken, ist Duos. Da muss ich mir was einfallen lassen, was da irgendwie Interessantes zu ist, was wir irgendwie damit reinwerfen können. Lasst gern Like da, lasst gern ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich zeige euch jetzt auch die Durchschnitts-KD dieser Lobby und dann bin ich raus. Haut rein.